Wassergekühlte Gaming-Laptops? Wo gibt's denn sowas? Natürlich bei XMG. Mit der XMG Oasis haben wir unser Produktportfolio in besonderem Maße erweitert und bieten dir die Chance, kompatible XMG Gaming-Laptops mit einer externen Wasserkühlung aufs nächste Level zu bringen. Die kompatiblen Modelle findest du direkt über den Link zu unserem Partnershop bestweb.com in der Videobeschreibung. Achte einfach auf das Oasis Ready Label. Aber natürlich lassen sich diese Geräte allesamt dank des leistungsstarken Luftkühlsystems mit den maximalen Powerlimits auch ohne Wasserkühlung betreiben. Mit der XMG Oasis erreichst du jedoch eine nochmal höhere Performance bei niedrigeren Komponententemperaturen und einem deutlich leiseren Betrieb. Wir haben mit den XMG Neo E23 Modellen einen neuen Anschluss eingeführt. Sehen wir uns die Unterschiede mal an. Bei den kompatiblen Geräten aus dem Jahr 2022 fand sich dieser Connector wieder, versteckt unter einem abdichtenden Gummicover. Dieses musst du nur zur Seite klappen und kannst anschließend die Tubes verbinden. Hörst du dieses Geräusch? Kannst du loslegen. Mit dem Neo E23 veränderte sich nicht nur die Optik, sondern auch der Verschluss des Kühlkörpers auf Laptop-Seite. Dieser versiegelt sich beim Entfernen der Tubes nämlich von selbst. Bye bye Gummicover. Dank starken Magneten am Laptop und am Connector der Tubes ist der Anschluss jetzt noch leichter. Langsam heranführen und fertig. Vergiss hier nicht, etwas am Stecker zu rütteln, um sicherzustellen, dass er vollständig eingerastet ist. So rum oder so rum, in welcher Ausrichtung du den Connector anschließt, ist egal. Wichtig ist, dass er fest verbunden ist und sich die Tubes dabei nicht verknoten. Ist die XMG Oasis verbunden, geht es an die Inbetriebnahme. Und Wasserkühlung bedeutet Wasser. Zunächst gießen wir etwas von dem beiliegenden destillierten Wasser in die noch ausgeschaltete Oasis. Im Anschluss verbinden wir den Laptop mit der Wasserkühlung, stellen im XMG Control Center den Einfüllmodus ein und gießen mehr Wasser in den Tank an der Front der Oasis. Achte hierbei auf den Füllstand und nimm gegebenenfalls eine Lampe oder die LED deines Smartphones zur Hilfe. Ist der gewünschte Füllstand erreicht, können wir die Verschlusskappe wieder in die Öffnung drücken. Zurück zum Control Center. Der Einfüllmodus wird nicht mehr benötigt, also wechseln wir zum normalen Betrieb. Hier gibt es nun einige Einstellungsmöglichkeiten. Auf der Konfigurationsseite der Oasis im Control Center ist ein Dropdown-Menü, in welchem man zwischen drei Profilen und automatisch wählen kann. Die drei Profile haben eine feste Pumpen- und Lüfterdrehzahl. Das automatische Profil steuert die Drehzahl dynamisch anhand der CPU- und GPU-Temperaturen und kann die Oasis auch in den Standby versetzen, wenn die Temperaturen besonders niedrig sind. Für den Alltag würden wir daher immer automatisch empfehlen. Sobald die Oasis verbunden ist, wird im Overboost-Modus des Laptops automatisch ein GPU-Overclocking durchgeführt. Das sieht man sofort in den GPU-Taktraten und im 3D-Max-Score. Und natürlich kann auch die Front-LED nach deinen Wünschen individuell eingefärbt werden. Und nun willst du dein stationäres Setup verlassen und den Laptop mobil nutzen? Kein Problem. Zunächst deaktivieren wir im Control Center den Kreislauf der Oasis. Dann ziehen wir die Tubes aus dem Gerät. Betrachten wir zuerst den 2022er Anschluss. Hier muss die Metallklammer nach hinten gezogen und dann mitsamt dem Stecker herausgezogen werden. Hier solltest du etwas unterlegen, damit eventuell austretende Tropfen aufgefangen werden. Vor dem Transport sollte der Laptop entleert werden. Hierfür liegt der Oasis ein Adapter bei, der genauso wie die Tubes angesteckt werden kann. Ist dieser angesteckt, muss das Gerät ein wenig geneigt werden, um die Flüssigkeit aus den inneren Kurven der Heatpipe an das Ventil zu befördern. Kommt in der gefundenen Lage kein Wasser mehr aus dem Adapter, drehe den Laptop in die entgegengesetzte Richtung, um eventuelle Reste aus der anderen Rohrhälfte zu bekommen. Sobald nichts mehr austritt, kannst du den Adapter abziehen, den Anschluss noch einmal abwischen, das Gummicover reindrücken und dich auf den Weg machen. Und wie sieht das beim erneuerten Anschluss aus? Da sich dieser selbst versiegelt, ist eine Entleerung bei kleineren Wegen, wie zum Beispiel vom Schreibtisch zur Couch, nicht zwingend notwendig. Um zu verhindern, dass du die Buchse versehentlich eindrückst und doch Wasser austritt, empfehlen wir es dennoch. An der Vorgehensweise ändert sich durch den neuen Anschluss nichts. Adapter anschließen und das Wasser mit Hilfe der mitgelieferten Handpumpe per Luftdruck aus dem Kreislauf befördern. Tritt keine Flüssigkeit mehr aus, kannst du den Adapter abziehen und bist good to go. Allgemein empfehlen wir, das destillierte Wasser alle 3 Monate komplett zu tauschen. Auf ein paar Tage hin oder her, kommt es aber natürlich nicht an. So viel erstmal zu unserer kleinen Oasis-Einführung. Und alles weitere klären wir jetzt im FAQ. Wir garantieren zum Zeitpunkt der Auslieferung die grundsätzliche Dichtigkeit. Sobald der Laptop mit deinen Komponenten ausgestattet ist, prüfen wir, ob das Gerät sowohl wasser- als auch luftdicht ist. Das für den Wasserkühlkreislauf zuständige Metallröhrchen ist aus einem Stück gefertigt und weist dank der großflächigen Verbindung mit dem aus Kupfer bestehenden Kühlsystem eine langlebige Stabilität auf. Bei all dem ist aber auch ein ordnungsgemäßes Handling wichtig. Beide existierenden Anschlussversionen sind grundsätzlich in der Lage, den Kreislauf im Laptop dicht zu halten.
Eine hundertprozentige Sicherheit besteht aber auch bei der selbstversiegelnden 2023er Version nicht. Daher empfehlen wir immer eine vollständige Entleerung vor dem Transport. Wie das genau geht, kannst du dir über den Timestamp in der Videobeschreibung noch einmal ansehen. Nein. Bitte fülle niemals Leitungswasser, Mineralwasser oder andere Lebensmittelflüssigkeiten ein. Best Practice und unsere uneingeschränkte Empfehlung ist und bleibt destilliertes Wasser. Zunächst sollten die Lüfter beider Geräte reichlich Luft zum Atmen haben. Stelle also die Oasis nicht zu nah an eine Wand oder an die Auslässe des Laptops. Für viele gehört ein Laptop-Stand oder Kühler zum Setup dazu. Daher möchten wir euch zeigen, wie ihr auch damit ein effizientes Setup mit der Oasis erreichen könnt. Sämtliche Teile des Kühlsystems des Gaming-Laptops sollten für maximale Performance und minimale Lautstärke unter der Wasserkante im Inneren der Oasis sein. Die Wasserkühlung sogar höher als den Laptop zu positionieren ist möglich, bringt aber auch bei großem Gefälle der Tubes keine messbaren Vorteile. Ja, durch die aktualisierten Adapterschläuche kann auch die 2022er Oasis mit den Laptops mit dem selbstversiegelnden Anschluss betrieben werden, weil sich die Hardware und Software abgesehen von dem analogen Wasseranschluss am Laptop nicht unterscheiden. Du benötigst ein neues Schlauchpaar, einen neuen Adapter oder Hilfe bei anderen Themen zur XNG Oasis? Dann wende dich einfach an unseren preisgekrönten Support unter der jetzt eingeblendeten E-Mail-Adresse. Alle Fragen geklärt? Falls nicht, melde dich gerne bei uns. Per E-Mail, über unsere Social-Media-Kanäle oder direkt hier in den YouTube-Kommentaren. Und wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.